Hey Leute, schwitzt ihr auch schon so wie ich? Ich schwitze. Vorm Einkaufen. Wir waren nämlich gerade einkaufen. Ich sag euch nochmal zu dem alle zwei Wochen einkaufen und so. Ja, es war eine nette Idee und hat gut erstmal funktioniert, aber funktioniert nicht mehr. Funktioniert nicht mehr, ja. Wir brauchen so, also diese, keine Ahnung. Es funktioniert halt nicht. Aber es ist eigentlich eine gute Idee gewesen, weil man wirklich aufgebraucht hat und man spart dadurch wirklich Cash. Das ist das Ding. Jetzt gibt es wieder einen neuen Food Haul. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gern dran. Wieder sehen wollt, was ich so einkaufe. Ich meine, das ist ziemlich so, das ist wirklich, das ist so, was ich immer einkaufe, ja? Wirklich. Also, ich beginne mal. Wir waren im Aldi, ja. Waren wir letztes Mal auch im Aldi? Ich weiß gar nicht genau. Was, Rewe oder Aldi? Jedenfalls haben wir jetzt Aldi. Wir kaufen überall gerne mal ein. Also, ich gehe überall gerne rein. Lass mich gerne inspirieren. In jedem Geschäft eigentlich. Und man findet überall was. Das ist auch das, so ein Teil, was ich euch hier vermitteln will sozusagen mit diesen Hauls, dass man einfach überall natürlich seine veganen Basics findet und auch plus Extras, also plus Sachen, die interessant sind, mal hier und da was Besonderes oder so. Basics findet ihr überall. Ein großes Basic für mich ist Tofu. Das ist Bio-Tofu, das sind so zwei Dinger, 2 mal 200 Gramm meine ich ja, 2 mal 200 Gramm, was sehr praktisch ist. Hat man richtig viel. Ist nicht mein liebster Tofu, aber ich kann jetzt mit jedem umgehen, sage ich mal so. Auch wenn der so trocken ist oder sowas, ist in Ordnung. Kommt drauf an, was man damit machen möchte. Zum Beispiel das, was ich letztens gemacht habe, was war denn das gerade? Ah ja, genau. In meinem letzten What I Eat in a Day hatte ich Tofu-Rührei. Okay, sensationell neu, nein, kennen wir. Aber da habe ich die Variante gemacht mit Tomaten aus der Dose. Und ich sage euch, da ist so trockener Tofu richtig gut für. Ich sag halt trockener Tofu, weil ich finde, die sind alle trocken, bis auf, wenn ihr die im Asiamarkt holt. Oder ich finde, Lidl hat so mit dem besten Tofu. Der ist saftig, der ist gut. Den esse ich auch so gerne. Roh. So, ganz. Übrigens, wenn ihr gerne Hauls und so weiter seht oder Taste-Tests und Rezepte, alles vegan natürlich, dann gerne diesen Kanal abonnieren. Mir gerne auch Feedback da lassen, was ihr gerne sehen wollt, noch weiteres. Oder wenn ihr was entdeckt habt, was ich abchecken soll, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schicken, per Story oder was auch immer. Und ihr verlinkt mich. Dort heiße ich übrigens Funny Pilgrim. Und ihr findet hier immer hier auf diesem Kanal jeden Freitag und Dienstag. Lieber andersrum sagen, lieber jeden Dienstag und Freitag um 19 Uhr ein neues Video hier. Oder wie gesagt, ihr abonniert gleich, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr direkt zur Mail geschickt, wann ein neues Video online geht. So, weiter geht's. Ich habe mal Mais gekauft. Hole ich super selten, aber so im Sommer ist das schon ganz cool, vor allem wenn man mal was wieder grillen will. Eventuell grillen wir mal. Dann ist es schon lecker, ne? Ist schon lecker. So Maiskolben ist nochmal was anderes, als das so lose zu kaufen, finde ich. Wobei, ich sage immer, mein Tipp, wenn Mais, dann nicht aus der Dose oder Glas, das so eingelegt ist, sondern TK, tiefgekühlt. Der ist am besten, der ist schön knackig, der kommt dem Frischen noch am nächsten und sehr lecker. Also schaut da mal. Nächstes, Oliven. Es gab gerade so spanische und italienische Oliven. Hab mich für die spanischen entschieden, weil die waren nur mit Knoblauch. Die anderen, glaube ich, waren nochmal so anders mariniert. Ich mache ja immer so, mein Tipp, also ich kaufe mir gerne Oliven, manchmal auch einfach nur einfach in dieser Salzlake ohne Schnickschnack. Und dann mariniere ich die selber gerne ein. Also ich hole mir verschiedenes, nicht nur Oliven, sondern auch Peperoni, getrocknete Tomaten. Die können auch einfach getrocknet sein, nicht in Öl eingelegt. Oder anderes Gemüse könnt ihr noch braten und so, wenn ihr mögt. Oder Pilze. Das ist jetzt mein neues Ding. Pilze aus dem Glas. Das ist immer was ganz anderes. Sehr lecker aber. Und dann, ich sieb die erstmal so ab, also dass der Sud wegkommt, ja. Dann spüle ich die auch nochmal ganz kurz. Und dann mixe ich alles zusammen mit diversen Kräutern. Alles, was mein Kräutergarten da hergibt, packe ich da rein. Dann noch andere Gewürze, Chili, was ihr wollt. Getrocknete Kräuter sind auch nochmal gut, weil die nochmal anders sind, intensiver. Manchmal Eiweiß, genau, haue ich da noch rein, wenn ihr mögt. Oder Tomatenmark oder Tomatensauce oder Knobi, habe ich das schon gesagt. Sehr, sehr wichtig. Und dann ein bisschen Olivenöl. Dann ziehen lassen über Nacht. Eigentlich eine Nacht ist okay und ab dann schmeckt es einfach sensationell. Wenn man manchmal auf dem Wochenmarkt angelegte Oliven oder sowas kauft, die extrem, extrem teuer sind. Und ich sage euch, nichts schmeckt besser als die, die man selbst so eingelegt hat. Wirklich, die schmecken sensationell gut. Genau, macht es mal selbst. Deswegen, ich habe jetzt die genommen, weil ich habe noch nicht so die besten Oliven gefunden. Das ist mein Ding. Das ist zwar jetzt auch nur eine Aktion, was blöd ist natürlich, wenn die gut sind. Aber ja, ich bräuchte mal so basic, gute Oliven, die man immer schnell mal bekommt, überall so, dass ich dann meine perfekte Mischung machen kann. Das ist nämlich das Ding. Aber meine Marinade habe ich schon drauf. Ja, schmeckt lecker.
So, dann habe ich geholt. Kichererbsen, ja, habe ich eigentlich immer da, hatte ich nicht mehr. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte noch. Beim letzten Mal hatte ich nämlich nur, was war das, Linsen gekauft, genau. Und nee, Kichererbsen brauche ich wieder. Für Hummus, für diverses. Überall kannst du es reinhauen. Das ist immer so ein extra Protein, wenn du willst. Ja, wenn man, ich habe schon mal gesagt, es gibt keinen Proteinmangel wirklich. Aber ich sag nur, wenn du nochmal extra Protein willst oder so. Für Salate zum Beispiel, ganz einfach so, ne? Oder gebacken im Backofen, nochmal schön gewürzt oder so. Zu allem. Also kannst du wirklich, das kannst du für alles nehmen, statt zum Beispiel Fleischersatz, Fertigprodukte, kannst du Kichererbsen nehmen. Auch statt Tofu, ne? Kichererbsen. Sehr lecker. Kann man in alles packen. Salate, Suppen, Eintöpfe, einfach so kurz gebratene. Es muss natürlich vorher eingeweicht werden, über Nacht natürlich in Wasser. Und dann schüttest du das Wasser ab. Kochst die. Das dauert zwar etwas, aber es lohnt sich und ich mache die halt immer in größeren Portionen. Dann habe ich das da im Kühlschrank und habe die schon fertig gekocht. Und der Vorteil ist halt, die sind super günstig. Viel günstiger als die in der Dose oder im Glas und das ist halt nochmal ohne Konservierungsstoffe wie in den Dosen und Glas, ne? So, deswegen. Nicht, dass ich immer darauf achte, weil hier zum Beispiel ist jetzt ein Dosenprodukt. Aber wenn man darauf achten kann, dann mache ich es schon. Genau, das hier ist wieder so ein Fertigaufstrich. Genau, so ein das Bio-Veggie-Aufstrich. Bauernschmaus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das schon hatten, Bauernschmaus. Im Prinzip schmecken die auch alle ähnlich, ne? Also es ist, ja, es ist ziemlich ähnlich, aber es ist eine gute Basis manchmal einfach für Brot, Abendbrot oder man macht noch was drauf, ganz gerne irgendwelche Gurkenscheiben oder sowas. Dann ist es ganz lecker, wenn man noch eine kleine Basis hat, statt Margarine nur oder so. Dann habe ich eine Melone geholt. Was ist das nochmal? So eine, ich weiß nie, wie die heißen. Ist das die Honigmelone? Ich meine, das ist die Honigmelone, ne? Ich mag das, dass die so klein ist. Und ich mag generell, ich hole mir gerne, wenn ich Obst und Gemüse mir aussuche, hole ich mir gerne die kleinen Sachen. Hab so das Gefühl, die schmecken dann intensiver, weil die nicht so voll mit Wasser sind. Oder ist das nur eine Einbildung? Jedenfalls, ja, entscheide ich mich gerne für das Kleinere. Dann natürlich wieder Bananen. Die müssen auch immer sein. Es ist jeden Tag eigentlich eine Banane. Mindestens. Dann habe ich mal wieder auch eine Kiwi Gold geholt. Das sind meine Liebsten. Mag die ganz gern, weil die meistens nicht so hart sind und nicht so sauer. Die sind sanfter. Süßkartoffeln, das ist auch so ein, ja, netter Basic, was ich immer habe. Eine Avocado mal wieder. Hole ich nicht so oft, muss ich sagen. Relativ selten, aber schon ab und zu mal. Und jetzt habe ich mir gedacht, brauchte ich das oder würde ich gerne das machen. Als Guacamole ganz simpel mit Nachos. Oder ich mache solche Loaded Nachos, dann hatte ich schon Bock auf Avocado deswegen. Also Nachos einfach nur gesalzt, da ist nur Maismehl, Sonnenblumenöl, Speisesalz, that's it. Champignons ist auch ganz toll, ein toller Fleischersatz, wenn man will, statt diesen Fertigprodukten. Und eine Gurke, auch immer da. Wisst ihr, was ich in letzter Zeit oft gemacht habe mit Gurke? Und zwar Gazpacho habe ich in letzter Zeit oft gemacht. Jetzt fällt mir ein, fehlen die Paprika, weil man braucht Paprika dazu. Das habe ich jetzt zweimal in einer Woche gemacht und ich habe so Bock eigentlich. Immer, ich könnte es jeden Tag essen. Das ist so erfrischend, ja, so richtig so eine, ihr wisst, Gazpacho, diese Gemüsesuppe, kalte, eiskalte Gemüsesuppe, die super erfrischend ist einfach. Und dann hast du dann als Einlage nochmal das Gemüse, was du eh schon püriert hast, nochmal drin. Das finde ich super lecker. Tja, fällt aus. Ich habe nämlich nur die Gurke. Ich hätte gerne noch mit der Paprika mache ich das und mit Tomate, aber naja, fällt aus. Dann habe ich weiße Bohnen nochmal geholt. Ja, es sind auch so getrocknete, die man wie die Kichererbsen genauso machen muss dann. Und damit lässt sich auch zum Beispiel ein Dip machen. Also ihr könnt das auch wie Hummus wirklich einen Bohnendip machen. Ist auch toll in Wraps, so als Dip gestrichen oder ja, überall, wo ihr einfach noch ein bisschen Protein reinhauen wollt, könnt ihr das dann nehmen, die Bohnen dafür. Ihr könnt auch einen Burger daraus bauen, wenn ihr wollt. Dann Mangos. Mango Freak, wobei in letzter Zeit hatte ich keine Mangos mehr gekauft. Ja, ich habe keine guten mehr gefunden und diese hier erscheinen mir als sehr gut. Ich glaube, die sind schon ready to eat. Die werde ich heute Abend verputzen. Also eine zumindest. Ich spare mir die andere noch auf. Dann habe ich Bohnen geholt. Das sind Buschbohnen. Ich mag die sehr gerne. Ich liebe Bohnen über alles. Also egal welche Form eigentlich. Ob die jetzt so wie eben die weißen oder die großen Kidneybohnen oder solche langen Bohnen oder Kaiserschoten oder so. Scheißegal, ich mag das alles. Und die liebe ich, wenn die so gemacht werden. So türkisch gemacht. Oder auch, ja, so türkisch gemacht. Wisst ihr, mit Tomaten und Zwiebeln. So mache ich die immer. Und Olivenöl. Oh, ja, das war's eigentlich. Also Tomaten, Zwiebel, Olivenöl. Das ist so das Simple. Also so typisch türkisch, simpel und extrem gut. So liebe ich das. Und
Das mache ich sehr gerne damit und es schmeckt aufgewärmt immer gut und es schmeckt auch kalt gut. Deswegen mache ich immer komplett alles und habe das dann einfach da und dann kannst du das in deinem Bowl mischen noch oder mit Reis oder Quinoa oder Hirse oder was auch immer, ne, dazu essen, wenn ihr mögt, oder einfach kalt so mit Brot schmeckt es auch. Also es schmeckt sensationell, finde ich. Wie gesagt, kalt und warm. Babyspinat immer dabei. Ich sehe, die haben eine kleinere Packung jetzt gemacht, was gut ist. Noch weniger, immerhin weniger Müll, aber es ist halt immer noch, ja klar, man kann es besser machen, aber ja, so ist es halt, ne? Man ist nicht perfekt. Dann habe ich Salat, das hier ist Mini-Romana. Ich mag Romana ganz gerne, weil der super knackig ist und ich mag, dass man daraus noch Schiffchen machen kann. Ihr habt vielleicht auch mal im letzten What I Eat in a Day gesehen, da habe ich diese Buffalo Wings gemacht und die dann da reingegeben und dann kannst du die halt so schön essen. Statt zum Beispiel einem Wrap, wenn ihr keinen Wrap habt oder es auch nicht nehmen wollt oder so. Als frischere Variante ist das immer ganz gut. Da kannst du halt, wie gesagt, Schiffchen machen. Kannst du auch anderes belegen. Zum Beispiel diesen, oh mein Gott, ja, diesen Bohnensalat dann kalt in diese Salatblätter. Ham, ham, ham. Das ist gut. Weiße Zwiebeln, die hole ich super selten. Und die sehen für mich gerade so freaky aus, weil ich das nie kaufe. Ich hole immer entweder rote, also meistens rote Zwiebeln. Oder wenn es das nicht geben sollte, dann nehme ich gelbe oder Schalotten oder sowas. Aber am liebsten rote Zwiebeln. Und es sieht für mich gerade voll so alienmäßig aus, diese weißen Zwiebeln, wenn man die nie sieht. Aber ja, ich dachte nämlich, ich habe nämlich letztens schon Bock drauf gehabt auf so Onion Rings. Und eventuell mache ich welche. Mal sehen. Das wäre übrigens auch geil. In diesem Schiffchen. Also das hier, den Bohnensalat und dann so Onion Rings drauf. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Ding, oder? Dann habe ich noch so einen Snack geholt. Das war eigentlich, weil ich jetzt gerade Hunger hatte. Da habe ich es doch nicht aufgemacht. Mini-Reiswaffeln-Apfel. Ich snack ganz gerne Reiswaffeln. Die sind halt crunchy. Das ist eine gute Alternative zu zum Beispiel was super Salzigem oder Chips oder sowas. Dann hat man trotzdem diesen Crunch, aber es ist jetzt nicht allzu... ja, dramatisch, sag ich mal. Oder man kann auch Rohkost snacken, aber weiß ich, ich mache das sehr selten. Also wenn ich nicht die Platte vor mir habe, so mit Hummus oder sowas, das wäre die beste Variante, dann kommt es eigentlich selten dazu, ja. Deswegen eher dann sowas snacken, das musst du halt nur aufreißen und los geht's, ne, wie Chips halt. Das war's, das war mein Haul dieses Mal wieder. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar Inspirationen dabei, was man so machen kann daraus und was es da so gibt in dem Laden. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.